Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Forderung nach besserem Corona-Schutz junger Menschen, auch durch geimpfte Erwachsene. SPD-Chefin Esken sagte der Funke Mediengruppe, Kinder und Jugendliche könnten Rücksichtnahme erwarten. Wegen fehlenden Impfschutzes seien die Infektionszahlen bei ihnen doppelt so hoch wie in der Altersgruppe über 50. Bundestagspräsident Schäuble sprach sich für Impfungen der Jüngeren aus. Weiter leicht steigende Tendenz bei den Corona-Zahlen. 745 Neuinfektionen wurden beim Robert-Koch-Institut erfasst, fast 190 mehr als vergangenen Sonntag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 6,2. Ganz Spanien gilt seit Mitternacht wieder als Corona-Risikogebiet. Das Auswärtige Amt rät von touristischen Reisen in das beliebte Urlaubsland ab. Praktische Folgen ergeben sich für Urlauber aber kaum. Rückkehrer benötigen einen Test oder den Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung. Vorgezogene Parlamentswahl in Bulgarien. Stimmberechtigt sind rund 7 Millionen Menschen. Es ist bereits die zweite Wahl innerhalb von rund 100 Tagen. Mehrere Versuche zur Regierungsbildung scheiterten. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen der bürgerlichen GER-Partei von Ex-Ministerpräsident Borisov und der Protestpartei ITN. Charlottesville entfernt umstrittene Denkmäler. Die Stadt im US-Bundesstaat Virginia ließ die Statuen der Südstaatengeneräle Robert Lee und Thomas Jackson demontieren. Beide kämpften für den Erhalt der Sklaverei und gelten als Symbole der Unterdrückung von Schwarzen. 2017 hatten Rechtsextreme in Charlottesville gewaltsam gegen den Abbau der Lee-Statue protestiert. Das Wetter heute von der Mitte bis in den Südosten teils kräftiger Regen, hin und wieder auch Gewitter, im Südwesten und Nordosten dagegen sonnig. Höchstwerte 17 bis 28 Grad.